Hallihallo, ich bin euer Stefan und jetzt zeige ich euch mal, wie das mit der Bodybug SB App funktioniert. Den Namen seht ihr hier oben, Bodybug SB App. Die findet ihr entweder im US Play Store oder ihr findet ihn unten, den Link von meinem Video oder halt eben auf meiner Facebook-Gruppe. Die Facebook-Gruppe verlinke ich ja auch unten. Da könnt ihr das wirklich übers Handy direkt den Link aufrufen, dann könnt ihr die App runterladen. Die ist auch offiziell komplett kostenlos, also ja, im US-Store gibt es sie halt, aber da braucht man wieder den Modern Mobile Market, deswegen mache ich es euch so einfacher. Die könnt ihr dann auch einfach ganz normal starten. Und jetzt ist erstmal ganz wichtig, wenn ihr auslesen wollt, ihr müsst das Bodymedia tragen. Ihr müsst es am Arm haben und die Melodie muss gekommen sein. Wenn ihr es angelegt habt und die Melodie kommt, es kommen ja zwei kleine Melodien, dann heißt es, es zeichnet auf und nur dann kann auch Bluetooth funktionieren. Wenn ihr das jetzt das erste Mal macht, könnt ihr normalerweise hier oben Bluetooth aufrufen. Bei meinem Handy funktioniert das, wenn ich hier auf Bluetooth lange gehe. So, dann sucht er jetzt nach verfügbaren Geräten. Man sieht natürlich, ja, das STHRM, ich weiß gar nicht, was das ist. Stichs Audi, das ist mein Auto. Es findet natürlich nichts. Jetzt, ihr lasst das Bodymedia angelegt, geht auf Scannen, probieren wir es mal aus, und drückt den Knopf auf dem Bodymedia so lang, bis die Melodie kommt. Also, ich habe jetzt gedrückt, jetzt kommt die Melodie, jetzt lasse ich los. Und jetzt seht ihr hier auch, er hat etwas gefunden. SMs Armband, dieses Zeichen, kann auch sein, dass eine komische Nummer steht, je nachdem, ob ihr das Armband schon aktiviert habt oder nicht. Dann könnt ihr hier, jetzt habe ich zweimal, genau, jetzt will das paaren, jetzt muss man viermal die 0 eingeben, das ist die Standardeinstellung, das war dreimal die 0, ne? Das ist Standardeinstellung von Bodymedia, einfach auf OK und dann sollte es jetzt gekoppelt sein, genau. Dann gehen wir jetzt wieder zurück in die App und dann habt ihr hier mehrere Buttons zur Verfügung, Go to Account Login. Wir haben keinen Account, deswegen nehmen wir das zweite, Bypass Account Login, wenn Internet nicht verfügbar ist sozusagen. Also das heißt, wir gehen in den Offline-Modus, wir benötigen keinen Account, gar nichts. Und jetzt seht ihr hier oben, er zeigt mir Linked an, zeigt mir hier die Kalorien an. Man kann sogar die Kalorien vom Vortag nochmal anzeigen lassen. Ich glaube, einen Tag mehr geht nicht, also vom Vortag und vom aktuellen Tag. Diese Kalorien, die er hier anzeigt, die sind absolut parallel mit der Bodymedia App, also mit den Live-Kalorien. Total parallel. Ich habe das ja zeitlang getestet, als es noch gegangen ist und es war absolut identisch. Also vielleicht hat es das mal um 1-2 Kilokalorien unterschieden, aber über den Tag hinweg war das echt immer identisch. Jetzt kommen wir aber zu ein paar Problemen. Und zwar manchmal geht man in die App rein, dann zeigt er nicht hier linked an. Hier oben in der Ecke, ne, da zeigt das an, wenn da unlinked steht oder halt linked, unlinked halt eben, dann probiert es entweder mal aus, dass ihr einmal kurz den Button auf dem Bodymedia drückt, also wirklich nur, dass ihr die Melodie hört, einmal ganz kurz, wirklich nur, und dann kann es sein, dass er schon verlinkt. Manchmal habe ich aber auch festgestellt, wenn man wieder neu in die App reingeht und so weiter und das Armband mal wieder am PC ausgelesen hat und so, dass es wieder zu Problemen kommt, da müsst ihr einfach neu koppeln. Also das geht ja wirklich schnell. Dann geht ihr wieder rein. Dann macht ihr hier entkoppeln. Dann löscht das wieder. Dann macht ihr wieder neu scannen. Ach, der findet es sogar noch, weil Bluetooth aktiviert ist. Ansonsten macht man nochmal genau die gleichen Schritte. Dann hat er es wieder verbunden. Und dann müsst ihr die App auf jeden Fall neu starten. Also am besten ist es wirklich so, die App so beenden. Und so wieder starten. So, und dann seid ihr auch schon wieder in der App drin. Bypass drückt ihr und dann zeigt ihr hier unten an Connected. Wenn hier unten Fehler kommen, zum Beispiel Invalid User ID oder Unknown User, glaube ich, oder irgendwie sowas kommt, dann habt ihr noch keine Daten auf dem Bodymedia. Aktuell, heute ist ja der
Wie viel ist heute? Der 14. Februar. Aktuell geht es mit FreeTheBodyM geht es noch nicht. Also mit FreeTheBodyM, das wird in Zukunft kommen, in naher Zukunft. Ich hoffe, der Programmierer findet bald den Fehler. Er kann es schon, das habe ich auch schon in meiner Facebook-Gruppe geschrieben, die Daten auf dem Bodymedia schreiben, aber irgendwie geht es bei mir noch nicht und er muss erst noch nach dem Fehler suchen, warum es bei ihm geht und bei mir nicht. Und solange das natürlich so ist, also dass eben die Daten, die Körperdaten noch nicht auf dem Handy sind, nicht auf dem Handy, auf dem Bodymedia, solange funktioniert die App leider nicht. Also da müsst ihr euch dann ein bisschen gedulden, da müsst ihr es dann halt eben noch abwarten, bis diese Funktion eingebaut ist. Ich hoffe, maximal eine Woche dauert es noch, dann ist es vielleicht eingebaut mit gut Glück und dann sollte das auch gehen. Ansonsten sollte es mit der App überhaupt keine Probleme geben. Sollte immer funktionieren. Natürlich, Upload und so weiter funktioniert ja nicht, weil wir ja keinen Server mehr haben, wo wir die Daten hochladen. Man kann hier höchstens nochmal gucken, hier habt ihr einen Armbandstatus hier oben und auf Settings, der öffnet mir immer hier die Tastatur, weil er sich einloggen will, könnt ihr hier auswählen Armband Connection, wie oft er connected, also ob er alle 2 Minuten oder alle 4 Stunden. Ich würde euch empfehlen, macht einfach mal alle 4 Stunden. Umso öfter ihr das macht, umso schneller geht der Akku leer. Das merkt man natürlich gewaltig. Und genauso ist es allgemein, umso öfter ihr die App aufruft, umso öfter ihr das auf Spotimedia drückt, auf den Button und so weiter, umso schneller frisst es Akkukapazität, also umso mehr Akkukapazität wird gefressen und umso schneller ist der Akku leer. Deswegen geht da immer ein bisschen mit Ruhe ran, vorsichtig, macht alle 4 Stunden. Wenn ihr es mal wissen wollt, dann geht halt mal in die App rein, ansonsten schließt die App. Und dann sollten eigentlich alle Fragen geklärt sein. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach gern unten drunter oder guckt einfach in die Bodymedia Facebook-Gruppe. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.